schön, schön. Oh, schön. Bekanntgabe, dass das gesamte Flugwesen, das Himmelbevölkerungswesen, dass da ein gewisser Popov fliegen kann. In der Luft. Ohne Flügel. Ohne Flugzeug. Ja. In dem Land Margarinien, dort wo die Grenze ist, steht am Rand der großen Wälder ein kleines, weißes, altes Haus. Es ist mit Stroh gedeckt, das Dach ist schwer geworden in der langen Zeit und die Balken biegen sich unter der Last. Das knarzt, wenn die Sonne scheint. Ein alter Mann wohnt dort. Er heißt Popov. Popov war früher stark wie zwei Bären. Er konnte mit den Füchsen reden, war mit allen Tieren hier befreundet. Er verstand, was sie sagten. Er wusste von allem, was es bedeutet. Er konnte mit Bienen reden. Und er konnte die Rotkehlchensprache pfeifen. Prühü, lütütütü, prühülü. Ja, das kann er. Und er kann fliegen. Mit den Händen. Ja, Popov hat das Fliegen von einem Vogel gelernt. Der Vogel ist ein Freund von ihm. Er hat dort ein Nest unter dem Dach in dem alten weißen Haus. Sie sind sehr gut befreundet, seitdem der alte Popov hier wohnt. Eines Abends also lag der alte Popov auf seinem Bett aus Stroh. Die Stiefel schon ausgezogen, die Hose hing auf dem Nagel im Balken und das Fenster war offen. Da klopfte mit einmal einer mit seinem Schnabel auf seine Schulter. Du? Wer? Du. Ich? Ja. Wieso? Der Vogel Kleiber war's, der hier wohnte, der oben sein Nest hatte, der sein Freund war. Kommst du mit? Wer? Wohin? Du. Aufs Schloss, aufs Schloss. Auf welches Schloss? Oben, oben. Von dem Schloss oben in der Luft wusste der alte Popov. Manchmal, wenn die Sonne so flimmerte, da konnte er oben in der Luft ein wunderbares Schloss erkennen. Es liegt in der Luft, sagte der alte Popov. Ich kann nicht fliegen. Fliegen, fliegen? Nicht der Rede wert. Jeder einfache Vogel kann fliegen, fliegen. Und dann zeigte der Vogel ihm, wie man fliegt. Popov stellte sich auf die Bank vor dem Haus. Schultern hochziehen, die Ohren von innen zuklemmen, mit den Augen flackern, Ellenbogen anlegen und mit den Fingern flattern, flattern. Und er schwebte über der Bank. Fing an, ganz leicht zu fliegen. Rechten Ellenbogen heben, heben.
Und sie segelten, nicht schnell, aber sehr schön, hinauf auf die Bäume. Vorne der Vogel Kleiber und hinter ihm her der alte Popow. Hierher, hier! Der Vogel Kleiber hatte sich auf einen Baumwipfel gesetzt. Der alte Popow schwebte über dem Wipfel. Die Ellenbogen auseinander, Hände flach auf den Wind legen, absinken, absinken. Popow schwebte langsam herunter und setzte sich neben den Vogel Kleiber auf einen Ast. Ohne Schuhe. Barfuß kann man sich nämlich besser halten. Deswegen tragen Vögel auch keine Schuhe. Über ihnen lag das Schloss. Sie zünden die Kerzen an. Der Vogel Kleiber flog voraus und winkte mit dem Flügel. Komm, komm! Das Flugwetter war heute gut. Kein Wirbelwind, kein Fallwind. Aber ein leichter Aufwind wehte von unten her und trug den alten Popow hoch hinauf. Und dann waren sie da. Die Wände waren durchsichtig, wie bei allen Luftschlössern. Sie konnten in die Kerzensäle hineinsehen. Dem alten Mann Popow wurde es etwas schwindlig. Es flimmerte ihm vor den Augen, denn da saßen 12 Prinzessinnen rund um den Tisch. Die erste war schön, die zweite war noch schöner, die dritte noch schöner. Eine schöner als die andere, ohne Ende, immer schöner. Und je länger er schaute, umso unendlich schöner wurden sie. O du heiliger Wolkenhimmel, das alles zusammen war so schön, dass er es nicht mehr aushalten konnte. Und in diesem Augenblick verbeugte sich ein Diener vor einem alten König, der nicht weit von seinen Töchtern saß. Zwei Herren sitzen draußen vor dem Fenster, König. Was soll ich sagen? Sage, ich lasse bitten. Sie sollen neben meinen Töchtern sitzen. Wie sehen Sie denn aus? Einer etwas kleiner, mit einer langen Nase. Und einer etwas größer, mit einem schönen Bart. Ja, der Kleinere soll neben der Mia sitzen. Und der Größere neben der Pia. Ja, und wenn Sie wollen, dann sollen Sie morgen heiraten. Der eine die Mia und der andere die... Mehr hörten sie nicht. Denn Popow war vom Fensterbrett heruntergefallen. Fiel steil hinunter. Der Vogel, sein Freund, sofort hinter ihm her, fing ihn mit dem Flügel auf. Flügel auseinander, spreizen, spreizen. Als Popow die Arme auseinandertat und die Hände flach auf den Wind legte, schwebte er wieder, konnte sich auffangen und sie ließen sich auf einer Buche nieder. Herren, hat er gesagt, sagte der Kleiber. Hast du das gehört?
Heute ist der schönste Tag meines Lebens, weißt du, du? Ob Sie das gesehen haben? Fragte Popov. Was? Was? Dass ich keine Hosen anhabe. Herren, hat er gesagt. Sagte der Kleiber. Noch nie hat ein König Herr zu mir gesagt. Keine Hosen, sagte Popov. Ohne Hosen kann ich nicht heiraten, weißt du. Aber morgen. Wir werden morgen wieder hinauffliegen, ja. Wenn einer zu mir Herr sagt, das schmeckt mir besser als drei Regenwürmer nach dem Gewitter. Hat dir die Mia gefallen? Gefallen? Heiraten? Will nicht heiraten. Habe bereits eine Gemahlin. Unten im Nest, weißt du? Und dann flogen sie zurück. Der Kleiber ging nach Hause in sein Nest. Popov ging in sein Bett aus Stroh. Er träumte von der Hochzeit mit der schönen Pia. Die ganze Nacht. Und seitdem kann er fliegen. Ja.